So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Palworld. Ja, wir sind hier gerade auf unserer netten kleinen Farmbase. Ich habe ein bisschen schon mal, also wirklich ein bisschen schon mal hier bis zu den Marais mal ein bisschen entsaftet, sage ich jetzt mal. Werde ich die Tage auch weitermachen, so ist es nicht, ne? Also dann werden auch die anderen noch ein bisschen entsaftet. Ja, wir wollten genau uns erstmal darauf einigen, dass wir hier erstmal kurz ausbrüten. Seram Noct. Seram Da ist ein Pyrin noch hinzugekommen. Da ist noch ein Pingolett hinzugekommen. Ein Susaku Aqua. In Seram Noct. In Gefällt mir schon mal, dass die hier auch Dings haben. Boah, es fehlt ein Ei. Ernsthaft? Habe ich hier noch ein Ei drin? Nee. Ernsthaft? Es fehlt ein einziges. Warte mal, wir waren bei unserem. In Serum Noct da. Nee, 12 von 12. Okay. 12 von 12. Alles gut. Nächste wäre bei uns dann. Lispunk Ignis. Ein Lispunk Ignis. Da muss ich kurz schauen, was ich da brauche. Lispunk Ignis. Da. Da brauche ich einen Lispunk und einen Flambell. Okay. Das kriegen wir ja hin. Wird noch weggetragen, hoffe ich. Also ein Flambell und ein Lispunk. Ich nehme mal das männliche Lispunk. Und ein Flambell. Ein weibliches Flambell brauchen wir. Besten eins, was nicht selbstzerstörerisch ist. Oh, hier. Das gefällt mir. Angriffsstrategie, gute Läufer. Ja. Die mit meiner Kerze. So, damit haben wir die beiden schon mal. Sollte funktionieren, sofern wir Torten dann haben. Und Torten kriege ich aus dem Kühlschrank. Ne? Torten haben wir im Kühlschrank, beziehungsweise hier. Okay. Wir müssen den Kühlschrank versetzen. Irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt keiner ran. Wirklich Kühlschranks zum Kühlen.
Deswegen schmeiße ich jetzt den Kühlschrank einfach hier hin. So. Sodass wir eventuell gleich jemanden haben, der hier kühlt. Ne? So. Ich brauche davon nur zwei. Ums. Kurz gucken. Hab ich doch hier ihn hier. Er soll kühlen. Um Wumpo, du kühlst zur Not auch. Einfach mal mit. Wer denn der andere? Gerade gar nicht. Der Eis im Eispal. So. Machst du jetzt was oder? Dich einfach mal von der Seite daran. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, Bumpo kühlt besser als der. Bringen wir erstmal darüber. So. Ne? Sollte da nämlich auch schon mal alles soweit ready sein. Okay, wir müssen die Ölquelle bauen. Und dafür brauchen wir natürlich ordentlich Dings. Ordentlich davon. So. Und Platinen brauchen wir. Und bei Platinen gucken wir mal, wie das da ausschaut jetzt. Wir haben ja hier eigentlich unseren Handwerksding. Ich irgendwie irgendwas.
Gucken, dass wir das ein bisschen alles repariert kriegen. Zumindest das Nötigste erstmal, was wir repariert kriegen. Palladiumbruchstücke und Palladiumbarren. Okay. Sache bloß. Platin. 100 Platin. Okay, also das wäre schon mal machbar hier. Also da kann ich die 100 Platin mal rüber zu dem anderen bringen. Das wäre ja schon mal soweit ready. Brauche ja eine 100 Platin, weil es sind ja in dem Sinne dann auch mehr Dings. Warte mal. Gearbeitet. Das halt. Naja, gut. Ich muss dann einmal kurz hier mit da rüber. Nur um meinen Kram mal zu reparieren, kurz. Alles reparieren, jo. Und dann wieder zurück. Okay. So viel erstmal dazu. Ne? Wird jetzt alles noch spaßiger später. Natürlich dann auch den ganzen Spaß noch trinken können. Ordentlich Erze. Zack. Ordentlich Erze. Über 9999 Erze. Also über 10.000 Erze haben wir jetzt allein schon. So. Hier aus. Ja, guck mal, auch wieder 4.000. Bumm. Auch über 5.000. So. Ganze Holz. Tag. So haben wir ordentlich Holz schon mal. Gut. Oben wäre noch ein Gebiet, was ich noch gar nicht richtig erkundet habe. Genauso wie hier drüben. Ich würde sagen, wir gehen von dort aus mal nach Norden ein bisschen erkunden. Ne? Bisschen weiter Kunde. Ein Deserteur. Er hat desertiert. Hallo. So. Meine Hitzerüstung. Naja. Ist das die? Das ist doch noch nicht die Dings, oder? So, auf jeden Fall ist dann Teleporter, aber das ist nicht die Ölbohrung. Station, ne? Eine andere Insel.
Bin ich noch gar nicht. Die kennet ja noch gar nicht. Meine An. Ach, das ist bestimmt die Arena. Das ist bestimmt die Arena. Jo, die Arena haben wir gefunden. Warte. Oh. Das ist die Arena. Weiß gar nicht. Müsste ja dann eigentlich. Arena ist ein Mehrspieler-Limit. Okay. Wollte nämlich gerade sagen, er müsste ja eigentlich nicht für uns aufgehen. Weil es halt Dings ist. Mehrspieler ist. Und die Bohrinsel müsste irgendwo da hinten irgendwo sein, wenn ich mich nicht täusche. War ja auch, glaube auch irgendwo hier so. Aber die Bohrinsel soll auch ein bisschen heaviger sein. Man erst lieber erstmal, ne? Vorsichtig und vorbereitet da hingeht. Ich weiß, ihr wollt mich angreifen, aber ist nicht. Aha. Hier ist auch noch mal ein Mistang. Also ein Boss. Hier auch noch mal rumgeistern. Tatsächlich genau hier, das heißt irgendwo unter mir. Das heißt wiederum, es müsste hier unten irgendwo eine Höhle geben. Da haben wir doch auch schon eine. Da haben wir doch auch schon den Höhleneingang. Ist Level 44. Wir könnten eigentlich mal versuchen. Wie sieht's? Ja. Wir könnten versuchen. Ne? Wenn schon, denn schon. Schauen wir mal. Den mit den Ultrasphären zumindest ein bisschen ärgern können. Ne? Müssten wir unbedingt wieder Munition für den Raketenwerfer machen. Unbarmherzige Lanze. Ist klar. Erde und Ding. Sagen. Nee, nee, lass mal. Kollege. Lass mal. Kollege.
geht ja wenigstens noch. Mein Schatz. Nebenbei. Ach Manno, den wollte ich eigentlich fangen. Da war ich nur zu kurz. Zu langsam. Weil eigentlich, wie gesagt, eigentlich wollte ich den fangen. Naja, dann ein anderes Mal, wenn er respawnt. Dann, wenn er gerespawnt ist, ein anderes Mal. Schade, schade. So. Up. Hier per se sehe ich erstmal keine, aber da drüben habe ich den. Genauso, hier ist noch so ein rotes, feuriges Riesen-Jumbo-Ei. Nur ein Riesenei, ein Jumbo. Aber es ist feurig rot. Da hat's Bumm gemacht. Sind auch irgendwie doof, die sich selbst in die Luft jagen. Dauer zu Ende. Wird echt Zeit, dass wir unsere vierte Basis bauen können und dann damit den Jet Dragon, mit deren Hilfe den Jet Dragon machen. Schön dann Jet Dragon machen und dann also auch fangen, nicht wie jetzt der Dings kaputt machen. In das. Sicht ist ja extrem verschwommen. Gerade. Natürlich bricht er vor dem Dings ab. So. Einmal zu unserer Farm. Schauen, ob sie schon Eier gelegt haben. Ja, haben sie. Zack, zack. Die Eier können wir nämlich dann direkt hier alle mit rein zimmern. So. Technikdinger nehmen wir mit. Problem.
Gut. Hier hätte ich dann ja die. Dann einmal so. Oh, Pläne sollen da doch gar nicht rein. Zutaten, Gerichte sollen da rein. Jetzt mal, wo haben wir es da? Ja, dachte ich mir. So, einmal Kuchen und ich würde sagen, dann machen wir davon auch noch mal so 240 Stück Salate. Das Ding einmal komplett M bringen. Und einmal hier rinne. Andere Ding muss ich auch kontrollieren, ja, ne? Sollte ich vielleicht auch kontrollieren, das andere Ding. Okay. Hier. Rüber nach da. Zu schauen. Aber wirklich dafür, dass das Ding Feuer 3 hat, ist aber langsam. Also ich sortiere mal kurz nach Feuer. Irgendeins, was Feuer 4 hat. Nur mal so. Schade. So, die Sortierung mal wieder aufheben. Nicht, dass wir hier jetzt gleich noch das Problem haben mit dem Dings. Okay, das kann noch ein bisschen dauern. Wobei, nicht mehr allzu lange zumindest. Mal, wir brauchen 250, das heißt 21 Dinger brauchen wir noch. Ne? Könnte langsam was werden. So. Langsam aber sicher, zumindest. So, dann schauen wir mal. Okay. Könnte ich gebrauchen, wir könnten noch ein paar legendäre Sphären gebrauchen. Beziehungsweise auch diese. Dafür brauche ich aber Paluminiumbahnen. Schlechte Idee. Brauche ich gerade für die Ölversorgung. Aluminium. So viel dazu. One Cherry kann die Ehren nicht erreichen.
kann er die Bären nicht haben. Wird doch alles ausgesät, oder nicht? Das ist gesät, das ist gesät, das ist gesät. Also, hä? Welche Bären kannst du nicht erreichen? Hallo? So, aber ich würde sagen, bevor wir weitermachen, beende ich hier erstmal die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge von Palworld wieder rein, wenn es weitergeht, hier an dieser Stelle.